Klo21.de Spezial. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, was macht der denn da, dass die Dortmunder seit über 100 Jahren die Meister der Herzen sind, das wissen wir. Aber ihr wisst nicht, dass wir hier schon die deutsche Meisterschaft feiern werden. Und zwar am 3. April. Dieses geflügelte Nashorn, ihr kennt es von der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, hat Flügel bekommen und ist zu uns auf den Berg geflogen. Vor 2 Jahren hatten wir schon eine Aktion mit Kindern gemacht, die das Nashorn dann mit schönen Herzen bemalt hatten und was ein Blickfang für Groß und Klein hier auf dem Berg war. Nun aber ist das Nashorn in Schwarz-Gelb verwandelt worden. Und wir suchen kreative Kinder und Köpfe, die dieses Nashorn halt entsprechend zur Meisterschaft von Borussia Dortmund vorbereiten werden. Ihr seid eingeladen am 3. April 2011 von 15 bis 17 Uhr hier vor dem Bürgerhaus in Dortmund-Hohensieburg mit anzupacken, mitzumalen, ja, einfach Kreativität mitzubringen und dem Nashorn das Outfit zur deutschen Meisterschaft von Borussia Dortmund zu verleihen. Und was der zukünftige Meistertrainer von Borussia Dortmund beim Audi Star Talk zu berichten hatte, das seht ihr jetzt. Will der genialste Trainer aller Zeiten deutscher Meister werden? Das ist doch klar. Dass wir Meister werden wollen? Ja, klar. Natürlich wollen wir das, wir sind nicht blöd. Wir haben es auch recht gesagt. Die bald jüngste Meistermannschaft aller Zeiten? Ansonsten haben wir einfach die Gelegenheit für uns, eine bis hierhin außergewöhnliche Saison mit fantastischen Bildern, die es jetzt schon gibt, einfach zu einer historischen zu machen. Der jüngste deutsche Meister wahrscheinlich, der jemals so das Ding in die Hand genommen hat, in einem fantastischen Verein mit den großartigsten Fans, die man sich überhaupt vorstellen kann, mit Leuten in ganz Deutschland. Und hat der Meistertrainer mit Uli Hoeneß telefoniert? Ja, ich habe mit Uli Hoeneß telefoniert, na klar. Also er mit mir. Ich habe seine Nummer nicht. Ich war unbekannter Teilnehmer. Er hatte Glück, dass ich überhaupt drangegangen bin. Das ist meiner Meinung nach. Der ruft mit unterdrückter Nummer an, man glaubt es nicht. Ja. Und dann, also für alle, die mal von Uli Hoeneß angerufen werden, der hat die Nummer unterdrückt. Immer drangehen, es könnte Uli sein. Das könnte Uli sein. Und ich habe es jetzt nicht ganz so empfunden, aber das ist normal. Ich war Zweitligatrainer und ich hatte nicht das Gefühl, dass Uli Hoeneß bei mir im Wort steht, sondern ich hatte mich tatsächlich auch über das Interesse gefreut. Ich war damals, wie gesagt, beim Zweitligisten Trainer und dementsprechend war das eher ein schönes Gefühl. Aber ich hatte nicht eine Sekunde nur das Gefühl, ich wäre Bayern-Trainer. Und was sagt der Starttrainer zu seiner Schulklasse, BVB? Sie sind ja gelernter Diplom-Sportlehrer. Ja. Wie kommt es, dass Sie heute als Kindergärtner arbeiten? Wenn ich den Beruf des Sportlehrers ausgeübt hätte, wäre es ungefähr diese Altersstruktur gewesen. Vielleicht ein bisschen jünger noch. Also es hat sich natürlich einfach so ergeben. Wir haben ein großes Glück gehabt bei der Auswahl der Spieler, bei der Einschätzung des Charaktere der Spieler. Talentiert waren sie alle, dass sie das in dieser Art und Weise abrufen. Hätte niemand gedacht. Und Es macht einen Höllenspaß mit diesen Jungs, das muss man wirklich sagen. Und weil sie nicht nur jung sind, sondern darüber hinaus sehr talentiert und sehr leistungsbereit. Das wäre für jeden Sportlehrer ein Traum, so eine Schulklasse zu haben, sagen wir so. Lauter 15-Punkte-Kandidaten oder Einser-Kandidaten. Für Do21.de, Charlie Rabe.